Damit herzlich willkommen zum Ernährungsplaner. Heute ernähren wir uns mit Suppen. Mit drei verschiedenen Arten von Suppen. Denn diese Arten sind sehr lecker. Und ich zeige euch einfach mal, wie man die craftet. Wir fangen mit dem Kaninchenragout an. Dazu müsst ihr eine Schüssel unten hinlegen. Und ganz oben hin das gebratene Kaninchen. Die linke Seite müsst ihr die Karotte packen. In die Mitte die Kartoffel. Und rechts an die Seite ein Pilz. Dann habt ihr hier das wunderschöne Kaninchenragout. Dann geht's weiter mit der rote Beete. Da müsst ihr einfach, ist nur so wie ein 6er-6er-Pack Wasser einfach so oben drüber, als würdet ihr das reinschmeißen. Dann habt ihr die rote Beetesalate. Ich brauche aber keine Pilzsuppe, ich habe schon genug Pilzsuppe. So, jetzt haben wir die drei Suppen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, welche von den Suppen ist besser? Welche bringt 4, welche bringt 3, welche bringt 2, welche bringt 5? Also, es ist ganz einfach. Die rote Beetesuppe als erstes in die Hand genommen. Einfach mal, die bringt 3 Hungerkeulen. Die Pilzsuppe bringt auch 3 Hungerkeulen. Das Kaninchenragout bringt 4 Hungerkeulen. Im seltensten Fall sogar auch 5. Aber das Kaninchenragout, um die Frage beantworten, ist das leckerste.